Willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde. Ich muss noch eben meinen Timer stellen. Auf geht es. So, wir waren hier. Das ist ein T3-Planet und wir müssen hier noch die Kolonie ausbauen. Nicht wahr, nicht wahr? Richtig. So, da machen wir mal wieder unsere typischen, schönsten Häuser hin, die ich zur Verfügung habe. Die ich sogar noch zu der Zeit mit ein bisschen Liebe gepflegt hatte. Mein Gott, was man ja alles eigentlich machen kann letztendlich, ne? Ist schon ein bisschen kranker Shit. Habala. So. Wir haben hier wieder einen T3-Planeten. Jor. Naja, das ist Quatsch, was wir machen. Eine Fabrik musste her. Wir wollen ja auch ein bisschen vielleicht was produzieren. Dann machen wir hier ein Unterhaltungshaus hin. Dann machen wir hier wieder eine Fabrik hin. Dann kommt hier wieder ein Unterhaltungs... wie geht das denn, wenn wir jetzt hier noch ein Unterhaltungshäuschen bauen? Und jetzt hier wieder ein Häuschen hinsetzen. Finde ich doof, ne? Hier, lasst euch unterhalten fühlen. Und geht arbeiten. So ist okay. Hallo. Möchtest du handeln? Nicht so wirklich. So, dann wollen wir mal weitergehen. Beziehungsweise weiter fliegen natürlich in diesem wunderbaren Spiel. Oh, Nielke. Also man muss schon sagen, wer hat sich eigentlich die ganzen Ideen für die Namen hier so einfallen lassen? Für die ganzen... Oh mein Gott. Ich sehe jetzt hier noch so Streifen, da noch so Streifen. Das ist doch nicht möglich. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach die letzte Folge Score, weil einfach... Es ist, also, Entschuldigung, aber ich glaube nicht daran. Also, Hut ab an die Leute, die wirklich sagen, yo, ich zerstöre hier mal alles. Aber ich denke mir nur dabei so, es ist jetzt auch langsam genug. Ich meine, letztendlich zeige ich ja auch nichts mehr anderes. Klicke hier wie wild auf die Tasten rum. Fliege hier wild wie die Sachen rum. Nee, da würde ich wirklich sagen, weil irgendwie... Ich habe es gestern in der Folge angesagt, ich nehme heute wieder auf und gerade denke ich mir so wirklich so, ja, ich glaube, das ist aber, das ist jetzt eigentlich ganz gut, wenn wir das so machen werden. Aua, was ist denn hier los? Oha. Oh oh. Alles okay. Als wäre nie was passiert. So. Immer diese Unwettern hier. Wir bleiben jetzt ein bisschen in Bewegung. Ja, und dann würde ich sagen, widmen wir uns der Folge so ein bisschen so Pro- und Kontraliste hier, ne? Was mir an dem Spiel gefallen hat, was mir an dem Spiel so weniger gefallen hat. Frachtraum. Pflanzen setzen. Ja, würde ich sagen, fange ich eigentlich auch mal direkt so an, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen an dem Spiel. Ich muss sagen, ich finde die Idee dahinter, ja, mir gefällt die Idee dahinter, hinter diesem Spiel sehr, sehr gut. Es macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel zu spielen. Richtig, das erfreut uns alle sehr. Ja,
eigentlich habe ich jetzt auch gar keine Lust mehr, weiter gegen die Grogs zu kämpfen. Ich weiß nicht, es ist einfach nur so, Weil guckt euch das an, hier siehst du, man sieht immer ganz, ganz feine Fäden, so wo noch Grogs sind. Und dann hast du links und rechts. Und wir sind ja auch schon mal in die Galaxie gereist. Wir wissen, wie viel hier noch war. Und hier ist einfach, das ist, glaube ich, eine Never-Ending-Story, wirklich. Und hier hinter ist hier welche. Und jetzt können wir mal gucken, ohne Flachs, ne? Hier. Okay, da sind, hier ist noch welche. Oh Gott, nee, Leute, ganz ehrlich nicht. Also, nee. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das machen wir jetzt auch hier mit dieser Folge. Also, meine Pro- und Kontraliste für Spore folgt jetzt. Was ich an Spore wirklich gut gefunden hat, was wirklich super toll war, war einfach, muss man ganz ehrlich sagen, empfand ich einfach, ja, mir fehlen die Worte, so schön war das Spiel. Nein, ich tue mich immer schwer mit solchen Sachen, leider, letztendlich. Letztendlich tue ich mir wirklich immer sehr schwer. Damit, was ich an Spore total geil fand, ist auf jeden Fall, dass man sich wirklich, wirklich mit sehr viel Mühe und allen möglichen, mit sehr viel Mühe und Liebe und hast du nicht gesehen, eigentlich wirklich die Figur erstellen kann. Das ist kein Lagerraum mehr für Gewürz. Was? Das ist ja unverschämt und meine Mutter ruft mich gerade aufs Telefon an. Hi! Oh, wir sind mal wieder keine Freunde, ja? Ich war ja lange nicht mehr hier. Oh, hier, nimm das. Na, was ich einfach an Spore super fand, war auf jeden Fall, dass man wirklich seine eigene Figur nach seinen Wünschen gestalten konnte. Das fand ich wirklich gut. Das hat auch Spaß gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht dadurch. Naja, ist nicht so viel, aber können wir mit leben. Ja, was auch, ich fand auch die einzelnen Phasen, die man hatte, die waren auch sehr gut inszeniert. Man hatte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da so, mir hat auf jeden Fall die Zellenphase, also die erste Phase, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht, letztlich. Die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Zellenphase, was ich noch gut fand, war auf jeden Fall, also ganz abgesehen, ich tue mich immer so schwer mit solchen Sachen, weil das ist auch immer sehr, ziemlich spontan, deswegen, das ist auch immer alles ziemlich spontan, was ich hier mache, deswegen, diese Pro- und Kontraliste ist es immer nicht ganz so einfach. Ja, wir haben also, und dann möchte ich das immer wieder neu beginnen, weil ich mir denke, so, sammel mal deine Gedanken und dann funktioniert das nicht ganz so. Ja. Mein Gott, man kann hier ganz schön viel Cash machen. Pap, was hast du denn hier für einen Planeten? T2. 5 Millionen. Juhu! Kaufen wir mal einen Planeten. Glückwunsch, das mit Lumpenmarken, bla bla bla. Bla bla. Pap. Papala Pap, sage ich nur. Nein, also was ich an Spore einfach toll fand, war wirklich. Ja. Aha. Von wem wird ihr angegriffen? Ihr wisst schon. Nein. Ich habe mit allen ein Bündnis, deswegen, ihr könnt mich mal alle an Kreuz. Wer greift hier an? Das Knoschreich. Ach, ihr könnt mich mal. Weil die breiten sich hier so langsam aus. Ich glaube, man kann ja auch mega viel machen noch. Ne, auf jeden Fall, was ich ganz ehrlich sagen, mir haben die einzelnen Phasen definitiv gefallen. Mir gefällt das Gestalten super gut. Wobei ich das von den Häusern und dergleichen wirklich nervig fand. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Und bei dem hätte ich schon öfter mal das grüne Zeug verkaufen sollen. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass mir das Häuserbauen irgendwann wirklich tierisch auf die Nerven gegangen ist. Auch das Flugzeugbauen und dergleichen. Also fand ich das organische Gestalten hat mir definitiv mehr Spaß gemacht.
Ich fand die einzelnen Phasen fand ich gut inszeniert, definitiv. Ich fand nur im Vergleich, wenn man jetzt hier in dieser Weltraumphase ist, und ich bin ziemlich lange schon in der Weltraumphase, und wir wissen alle, wie lange diese Weltraumphase hier letztlich angehalten hat. Also wie lange ich hier schon unterwegs bin, wie viel ich schon hier mache, finde ich, hätte man andere Phasen auch länger machen können. Weil ich fand die Phasen zuvor, fand ich unterhaltsamer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die einfach aufregender, ich fand die besser gestaltet. Natürlich hätte man dort länger drin leben können. Also sagen können, ich bleibe jetzt hier noch und spiele diese Phase weiter. Aber letztlich habe ich mir immer nur gedacht, was soll ich denn noch in dieser Phase machen? Weil man hat keine Aufgaben mehr. Man ist mit allen durch. Man hat hier die besten Freunde gemacht. Man könnte noch ein paar Sachen ausrotten. Und da hätte ich mich einfach gefreut, wenn man wirklich diese anderen Phasen ein bisschen verlängern könnte. Vielleicht nicht die Zellenphase, weil die Zellenphase, die war genug. Aber so die Stammesphase und was darauf noch kam. Oder davor, ich bin mir gerade nicht so ganz im Klaren darüber. Hätte man definitiv mehr investieren sollen. Ja. Was ich auch doof finde, man hätte mir auch mal gerne sagen können vorher, dass irgendwann meine Figur jetzt nicht mehr so diese ganzen Körperteile brauchte zum Kämpfen, zum Singen, Lachen, Tanzen, wie auch immer, dass die nicht mehr brauchen, weil dann wäre die jetzt auch viel schöner, als sie jetzt ist. Möchte ich mal anmerken. Okay, wahrscheinlich muss ich die Kolonie erstmal aufbauen, habe ich gar keine Lust zu gerade. Ja, das ist so das Einzige, was ich noch gut an Spore fand. Die Hintergrundgeschichte von diesen Viechern, definitiv interessant gemacht. Man kann natürlich auch, und das ist auch, was ich auch finde, man kann mit verschiedenen Wegen kann man ist auch so wenig. Man kann über verschiedene Wege kann man einfach kann man ganz einfach ich weiß nicht, was ich sagen will, deswegen ich tue so, als wüsste ich, was ich sagen möchte. Ja. Nein, also ich finde es gut, dass man über verschiedene Möglichkeiten hat, sich selbst auszulegen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, was bin ich jetzt? Ich bin Schamane geworden letztendlich. Ich war ein Pflanzenfresser, also man kann, dass man wirklich entscheiden kann, möchte ich Pflanzenfresser sein, möchte ich Fleischfresser sein. So, wie agiere ich? Bin ich sozial? Ich bin freundlich? Ich bin religiös geprägt plötzlich, weil ich freundlich gelöst. Und das gab ja ganz verschiedene Dinge die ganze Zeit. Es gab ja wirklich die ganze Zeit verschiedene Dinge. Hier ist übrigens Steve. Ja, und deswegen, das finde ich auch gut. Es gibt hier auch gleich verschiedene Sachen, was natürlich den Anreiz gibt, das Spiel nochmal zu spielen auf andere Wege. Man kann natürlich auch wieder weiter gestalten. Was ich halt einfach auch wirklich ein bisschen nervig finde, ist einfach so die Weltraumphase, die verliert irgendwann seinen Reiz, was man jetzt ja auch ganz krass merkt. Hier zum Beispiel, genau, wir haben es über den religiösen Weg gemacht. Das hatte ich gar nicht angeschrieben, anstatt militärisch oder wirtschaftlich, wobei wir eigentlich ziemlich viel gekauft hätten. Und ich glaube, wenn wir hier mehr gekauft hätten, weil wir sind hier schon in die Wirtschaftsschiene gegangen, dann wäre ich auch in den Wirtschaftszweig gekommen und nicht in den Schamanenzweig. Aber ich glaube, ich habe das letzte dann einfach über die Religiosität gemacht. Fahrzeug erstellt, Fahrzeug, Religion, Luft. Deswegen, also es ist ganz interessant, und hier oben bin ich auch in irgendeiner anderen wirtschaftlichen Eroberer. Genau, da bin ich plötzlich wirtschaftlich und dann wieder nicht. Also ich finde auch diese Zeitachse total genial gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier unten sehen wir dann auch nochmal so die Phasen. Sache, ich weiß halt gar nicht mehr, was für eine Phase das hier war. So, das ist unsere kleine süße Zellenphase. So haben wir angefangen. Waren wir nicht süß und dann kam dieses Ungetüm raus. Und dann, der war schon ganz niedlich eigentlich. Der war ein bisschen hübscher gemacht. Dann haben wir halt verschiedene Sachen gefunden. Es gab wirklich, und dann, das war wahrscheinlich die falscheste Sache, die es gab. Und dann haben wir uns so entwickelt und so blieben wir dann auch und immer Gehirn gesammelt. Gibt es hier noch Piep? Hier ist Piep. Ich liebe Piep. Ich finde es klasse. Wirklich, ich finde es wirklich klasse, dass hier alles hat ein neues Nest besetzt.
Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Das muss man wirklich sagen. Aber es hat wirklich so ein bisschen anpassungsfähig. Haben viele Freunde und ebenso viele Feinde. Sie treffen ihre Entscheidung anhand der aktuellen Situation. Ach so. Nee, dann kam ja wirklich die nächste Phase in dieser Stammesphase. Genau, Stammesphase. Und was war das dann für eine Phase? Das muss ja dann am Anfang hier stehen. Aha. Tut's aber nicht. Man weiß es nicht. Generationsphase. Eine Stammesphase und dann kommt die Zivilisationsphase und dann letztendlich die Raumweltphase. Und ja, es bietet sehr, sehr viel, aber es verliert am Ende seinen Reiz, würde ich sagen. Zum Beispiel diese zwei Phasen, die hätte ich viel länger gerne gespielt, weil die mir viel mehr Spaß gemacht haben als die Zivilisationsphase. Die war auch ganz interessant, aber die war einfach so, naja, okay. Und die Weltraumphase ist halt wirklich ellenlang. Also das zieht sich wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, 321 Gewürz gehandelt, 138 Gewürz gehandelt, mein Gott. 1000, boah, krass. Auf jeden Fall wirklich. Es ist wirklich einfach ein gutes Spiel, das kann man ja nicht anders sagen, aber es ist halt. Es verliert am Ende wirklich seinen Reiz einfach, weil es einfach die ganze Zeit jetzt nur noch das Gleiche ist. Wir können immer noch ein paar Missionen machen, um die Leute bei Laune zu halten, aber die Missionen, die unterscheiden sich ja nicht mehr sehr viel voneinander. Es ist immer nur, oh, hier kippt unser Ökosystem und auch das mit dem Planeten einnehmen und Terraform und so. Da gibt es natürlich auch, das muss ich auch anerkennen, gibt es natürlich auch viele kreative Tools, die ich an sich nicht benutzt habe, weil mich das irgendwie nicht reizt tatsächlich und deswegen habe ich das auch nicht durchgesetzt, verwendet. Aber auch da muss man sagen, es ist cool, dass sowas angeboten wird, dass wir eben die Möglichkeit haben, die Planeten zu gestalten, wie gestern in der Folge mit dem Quadraten. Das finde ich klasse. Das finde ich wirklich klasse. Hier, nimm das. Und deswegen ist es also. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich das jetzt noch länger spielen würde, mich würde das Spiel nerven. Mich würde es wirklich nerven. Das kann man dann mal wieder so rausnehmen, dann fängt man, kann das in ein paar Jahren wieder rausholen. Dann fängt man wieder aber von vorne an, spielt bis zur Weltraumphase, macht hier die Aufgaben, soweit es geht, und dann hat man auch keine Lust mehr. Die Ausrichtung, die es gibt, ist super. Auch mit Steve in der Mitte der Galaxie ist super geil gestaltet. Aber, und auch Hut ab an die Leute, die sich da wirklich hinsetzen und alle Grogs vernichten. Also ich war. Glaube nicht, dass ich da noch die Lust zu hätte. Habe ich auch nicht. Weil wenn man wirklich im Internet liest, es gibt so um die 2400 Planeten, ist jetzt irgendwie uncool. Deswegen sage ich auch ganz ehrlich hier, für mich ist das Projekt hier beendet. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, was ich noch kritisieren oder loben könnte. Es ist einfach. Mir hat das Spaß gemacht, aber es ist jetzt, glaube ich, es überreizt mich gerade auch einfach. Es wäre einfach zu viel, wenn ich jetzt noch weiterspielen würde. Und ich glaube, das versteht ihr auch. Und ich möchte, und es ist ja auch, es soll ja plötzlich auch kein Zwang entstehen, weil das leitet dann ja letztendlich alles falsch ein, weil das Spiel an sich soll Spaß machen. Es soll euch unterhalten. Und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann bringt das ja auch nichts letztendlich. Deswegen. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe alles auf die Pro- und Kontraliste gemacht, was mich so gestört hat. Was mich auch gestört hat, dass wir zeitweise ziemlich oft angegriffen worden sind und du eigentlich was komplett anderes machen wolltest und dann immer wieder, oh nein, jetzt musst du wieder doch wieder. Das Herauszoomen finde ich übrigens auch sehr cool. Und stellt euch vor, wir hätten hier die ganzen, boah, Kolonien gebaut. Oh mein Gott. Na gut, ich verabschiede mich ganz herzlich. Ich glaube, sie sind jetzt leider nicht 19. Naja, doch, wir haben die Folge geschafft, tatsächlich. Yeah. Ich danke euch vielen herzlichen Dank. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich kann sowas nicht so gut so freiflüssig spontan reden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Für mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht so lange aufrechterhalten. Jetzt ist es aber wirklich so der Punkt, wo ich sage, ich bin nicht jemand, der irgendwie die ganze Zeit Plaketten sammelt und dergleichen. Bin ich nicht. Und wenn, weil das Spiel dann auch zu monoton wird.
Ja, feindliche UFOs greifen mal wieder irgendwo an. Wahrscheinlich irgendwo in der Galaxie. Ja, in der Mitte der Galaxie. Nun gut, ich bin raus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst die Kommentare unten in der Kommentarbox und bis zum nächsten Projekt, hoffe ich dann mal. Tschüss.